Da oben. Ja, gut. Dann war das wohl ein Zufallswunsch. Es kann natürlich sein, dass einige dieser Rezepte zufällig in der Gegend verstreut sind. Nicht alle, aber einige. Damit vergehen, dass ich noch rendern möchte. So, Moment. Ich mich mit dem Warum über seine Familie. Wir werden hier beim Galgenhügel anfangen. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, die Mumen, die wollte ich heute eigentlich auch noch machen. Aber. Wir werden jetzt erstmal hier. Moment, wo ist der eigentlich nochmal? Der ist da oben. Wir müssen aber eigentlich darüber. Fuck. Oh, was soll's. Platz sogar mal rüber hier. Beweg dich! Hier. Wir werden jetzt aber dann. Nee. Dann machen wir das irgendwann, das ist eh schon abgelaufen. Und dann finden wir erstmal die Tochter. Weil das erweist sich durchaus als. Hey. Ich bin gerade hin und her gerissen. Ich bin gerade. Ach so, wir müssen ja noch. Ja, wir müssen ja eigentlich noch Iontek helfen. Das ist gerade wichtiger. Hatten wir noch nicht noch was im Maulbeertal? Ich glaube, da können wir sogar was finden. Steck das Schwert wieder weg, Geralt. Das sind wilde Hunde. Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Geschlossen. Irgendwo in einem dieser Häuser. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen. Die würde alle Dämonen fernhalten. Ich liebe den Vollmond. Aber gut. Meine Mutter und ich sind uns einig, dass wir wahrscheinlich im Mittelalter Also habe ich ihn aufgegeben. Verbrannt worden wären, einfach weil wir viel zu neugierig sind. Und viel zu viel lernen. Und überhaupt. Meine Mutter mit rotbraunen Haaren. Das wäre sowieso dabei gewesen. Rote Haare, die sind vom Teufel. Moment mal. Aha. Alles runterkommt. So. Das haben wir auch
angriffen beide streitende Figuren, eine von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Unsere Jungs schauen sich ergeben. Doch die Fahne. So. Maritiumerz. Hier gibt es noch erstaunlich viel zu holen. Die zweite Ausgangstür. La 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 la. Oftmals kann man aber das, was noch fehlt, dann tatsächlich nachkaufen. Aber das kostet nicht gerade wenig Asche. Könnte sein. Da gibt es überraschend wenig zu holen. Da waren wir wahrscheinlich schon wirklich drin. Komm. Komm, meine edle Plätze, du. Wir müssen noch zu Yontek. So, jetzt sind wir wieder auf Spur hier. Wirklich halbwegs gefahrlos kommen wir hier erst, wenn wir so Stufe 15, 16 sind. Das wird dann auch so etwa nicht ganz die Größe sein, in der wir dann so ist es gut. Wir dann auch Novigrad erreichen werden. Ich freue mich schon auf Novigrad. Rette sie, sonst schlachten sie sie. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. So. Yontek? Schön, dass wir das gleiche dachten. Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Sie wurden verflucht. Ist wirklich ein bisschen sehr simpel. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt.
Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Irgendwie muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht? Fangen wir oben an, hören wir unten auf. Na los, zur Mühle, Schweinchen. Wartet da auf mich. Grunzer. Wir walzen dich noch nieder. So. Beweg dich, Speckarsch. Sie sind alle hier, nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Mhm. Los, darüber! Speichern wir erstmal, weil wer weiß, ob wir sonst vollzählig ankommen. Kleine Unterbrechung. Man muss jetzt anfangen, meinen Geburtstag. Also gut, es gäbe jetzt die Möglichkeit, mir bereits ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen. Ich weiß jetzt leider nicht, was uns erwartet. Sonst würde ich schon mal das Öl auftragen auf die Klinge. Die folgen natürlich stur dem Weg. Schön. Diese einem folgen. Necker. Necker also. Das heißt Nekrophagen, das heißt Nekrophagenöl. Gott, bin ich froh, wenn wir das verbesserte Nekrophagenöl haben. Viecher, sie tun ihnen was! Beschütze, verteidige sie! Sehr froh, dass wir noch die Honigwaben haben. Versteckter Schatz, wo? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ja. Los geht's! Warte! Wo sind wir denn hier? Das war jetzt wirklich nur der Abschnitt. Es ist schön, dass der Rest übersprungen wird. Ich weiß nicht, ich muss sicher für den ganzen Weg zurücklaufen müssten. Okay.
Spiel. Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. Was ich jetzt nicht verstehe. Der Kräuterkundler, dessen Klamotten lagen nebendran. Und die verwandeln sich alle zurück und haben die Klamotten noch an. Also insofern, ich reime schon wieder, um Gottes Willen. Jontek hat mich hergebracht. Ihr habt Glück, dass ihr ihn habt. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber Hallo? Ich hab nicht. Das war Igor. Igor wollte... Da bindest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Der Erste, der die Hand gegen Jontek erhebt, ist sie los. Hey, hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja, was immer das heißt. Alles Gute. Ich glaube nicht, dass er das begriffen hat. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, nach Ochsenfurt aufzubrechen. Mir, ob es schlauer wäre, sie vorher aufzusuchen oder hinterher. Keine Ahnung. Ah, Plätze ploppt mal in der Nähe von mir auf. Ja, gut, machen wir halt einen Umweg. Langsamer. Ich weiß nicht, ob in dem Dorf auch noch irgendjemand lebt. Keine Ahnung. Thomas. Halt! Wie läuft's denn beim Klauen? Siehst du hier Monster, hä? Verpiss dich, Hexer, wir brauchen dich hier nicht. Ich sehe hier diverse Monster. Wo? Dremmi, verdammt! Du bist blöder als ein Fass Schmalz! Er meint uns! Wir sind normale Leute! Du bist der beschissene Mutant hier! Auf ihn, Jungs! Ja, Prügelei! Okay, da hilft nur eins. Schmied vorbeigucken. Ist ja furchtbar. Lalalala. Wir sind gleich wieder überladen. Mal gucken wir doch mal, ob es hier was zu holen gibt. Was vor?
Wüstenpulver. Ich grase erstmal hier draußen alles ab. Und dann geht's rein und dann auch nach Ochsenfurt. So. Der Wind heult. Das hast du sehr gut erkannt, Geralt. Also ich bin völlig sprachlos. Okay, weißt du, wenn das Bauern gewesen wären, also Bauern in der Form, dass sie sich Unterschlupf gesucht hätten oder so, oder es um was zu beißen gegangen wäre, wäre ich die Letzte gewesen, die was sagt. Aber ein Plünderertrupp, nö. Dann nehme ich mir dann doch lieber selbst alles. Ich weiß, ich bin dann kein Stück besser. Doch, ich bin ein ganzes Stück besser, ich bin ein Hexer. Ich bin immer besser. Schon aus Prinzip. Einfach so. Zumal es nicht so aussieht, als ob die alle hier einfach so tot umgefallen wären. Die meisten zu Monstern. Die einen das müssen, die anderen sämtliche Gelegenheit sehen. Traurig, traurig. Ach, ich freue mich auf Novigrad. Novigrad hat so viele tolle Quests. Schnur kann man immer gebrauchen. Und so ritten sie dem Sonnenuntergang entgegen. Thank you.